Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skyland. Falsch. House Flipper. Zu der vorletzten Folge. Und in dieser Folge heißt es für uns: Lampen montieren, Einrichtungen reinhauen, die Zimmer einrichten und. Bedeutet, wir tun uns jetzt erstmal hier das Zimmer an, das Schlafzimmer. Und ich bin mir sicher, hier gibt es irgendwo. Ne, das ist Badezimmer, wir brauchen, aber Schlafzimmer. Dann suchen wir halt nach Bett. Also das wird es ja mindestens geben. So, ein schönes Bett brauchen wir. Möbel. Geht es hier besser? Schränke, Schränkchen, Schreibtisch, Betten. Ja, dann nehmen wir doch hier so ein richtig modernes Bett, oder? Schauen wir mal. Was haben wir da sonst noch? Irgendwas Interessantes? Oh ja. Das Teuerste, was wir finden. Oh Gott, was sind das für Bezüge? Nein. Ziemlich schlicht. Na, der dunkle Holzstil ist schon gut. Das kommt hier relativ mittig. Ein Schlafzimmer, super. So, dann würde ich sagen, tun wir jetzt hier noch Möbel. Dann brauchen wir Schrank und Schränkchen. Solche Schränke hier mit einem weißen Stil würde ich mindestens zweimal in diesen Raum setzen. Nee, andersrum nochmal. So, kommst du da noch vorbei oder? Aber wir schieben das Bett jetzt gegen die Wand, würde ich sagen. So. Hat man hier wenigstens Durchgang. Hier hat man seine Schränke. Dann könnten wir hier eigentlich noch so einen Tisch hin. Oder was könnte man hier noch hin tun? Möbel? Doppelkommode, Ein Weiß, jetzt kaufen, wenn wir die hier hinstellen würden. Genau, die tun wir jetzt ans Ende vom Bett. Das ist jetzt so richtig geil. Das kommt jetzt ans Ende vom Bett. Darauf kommt ein Fernseher. TV, wenn ich den TV eingebe, dann finde ich das nicht. Schade. Und was ist denn das? Elektronische Ausrüstung wahrscheinlich, oder? Hängende Fernseher. Hier, jetzt kaufen. Steht hier mittig schön drauf. Also, besser in der Nacht fernschauen kannst du nicht. Du bist so ein bisschen abgetrennt zur Tür. Ja, das würde ich. Schaut doch ganz gut aus. Dann kriegen die jetzt erstmal hier Türen rein. Türen ist jetzt vielleicht eine ganz gute Sache mal. Ich würde in der Hütte hier solche Türen nehmen. Kaufen viele. So, dann gehen wir mal hier durch. Bringen hier mal die nächste Tür an. Auf jeden Fall bei den Sachen hier sollen solche Türen verbaut werden. Genau. Aber beim Wohnzimmer oder bei der Küche auf jeden Fall würde ich eine Glastür einbauen. Wo waren nochmal Türen? Hier, die Sauna-Glastür. Die finde ich nicht cool. So eine richtig geile Glastür, dass es so richtig hier offen ist. Ich habe das mit einrichten, ich habe so das Gefühl, ne? So. Benutzen. YOLO, das geht sogar an. Nice. Ja, relativ locker eingerichtet. Die Nachbesitzer sollen sich das schon noch ein bisschen selber einrichten auch. So. Jetzt sind wir hier. Da in die Ecke würde ich die Dusche tun. Bedeutet, wir brauchen jetzt Anschlüsse. Wo sind die Anschlüsse? Anschlüsse, Duscheninstallation, jetzt kaufen. Okay, da geht die nicht hin, oder was? Kann ich da nichts hinsetzen?
Gibt es einen bestimmten Abstand zum Fenster oder was? Dann ist das Fenster echt im Weg, scheiße. Hm. Ja, das ist jetzt natürlich ein... Badewanne. Toilette, Duschen ist ja zum Wasser für der Badewanne jetzt kaufen. Ich nehme jetzt da eine Badewanne hin. So. Dann tun wir das Waschbecken hier gegen die Wand. Anschlüsse. Duschinstallation, Klimaanlage, Wasserinstallation der Waschmaschine, der Spüle. Dann kommt hier die Spüle hin, jetzt kaufen. Da kommt hier stecker die Spüle hin, dann brauchen wir noch Toilette. Eine Toilette. Relativ großer Raum, ne? Eine Heizung können wir noch hinbauen. Heizungsanlage haben wir hier. Nehmen wir hier noch eine normale drunter. Und dann würde ich hier noch die eine, wo du deine Handtücher aufhängen kannst, hinhauen. Hier. So, perfekt. Dann tun wir doch mal gleich anfangen. Das Haus. Badezimmer. Okay, nee, die ist kacke da. Badezimmer. Was ist denn? Ja, nehmen wir doch so eine hier. Das ist doch cool. Jetzt kaufen geht die. Oh, die ist ja riesig. Wenn ich das gewusst hätte, ne? Dann nehmen wir halt so eine normale Einbauwanne. Warum passen die jetzt hier nicht mehr hin? Muss ich das wieder abreißen oder was? Ist das ein Weg? Ist das das Problem auf einmal? Davor hat er mir gesagt, die würde hier hinpassen. Hä, was für ein Wander will denn der dann von mir? Badewanne Dekora geht auch nicht hin, hä? Was für ein Wander will denn der von mir jetzt? Die haben wir gerade probiert. Was ist das jetzt schon wieder für ein Schmarrn, ey? Das gibt's doch gar nicht. Dann tun wir erstmal das hier montieren. Das ist wahrscheinlich. Nicht aufregen, wir nehmen das ganz dünne. Ah! Ich bin auch ein Idiot. Aufdrehen sollte vielleicht die ganze Scheiße, ne? Klar funktioniert es dann nicht. Okay, dann nochmal Badezimmer. Einbauwanne. Ne, warte mal. Ne, die war zu groß. Da war ja was. Ja, genau, die war zu groß. Wir müssen die normale verwenden. Aber jetzt funktioniert die so. Wir tun das aufstellen. Draufsetzen, die Schrauben rein. Gott, jetzt muss man alle vier drei Schrauben. Oh, da wird's eben. Anschluss hin, drauf das Teil, Schraube rein. Der Anschluss dran. Hier den Nüpsel dran, hier den Schlauch rein, eindrehen. Ob man das in echt dann auch macht, ob das in echt genauso einfach ist? So, okay, Badewanne ist fertig. Jetzt kommt das Spülbecken. Dann nehmen wir die moderne Version. Die dünne, würde ich sagen, ja. Ah, ne, wir nehmen doch das mit Holz und dann unten schwarz ran. So, perfekt. Montieren. Ja, da sollte vielleicht... Ich wusste gar nicht, dass ich das aufdrehen kann. Da kommt erstmal das drauf. Moinsen. Warte, den drehen wir ganz auf. Muss ich das nicht festschrauben? Oh, cool. Dann haben wir das schon mal. Dann kommt die Toilette. Dann nehmen wir die ganz schön mit schwarzen Deckel. Warum kann ich jetzt die wieder nicht montieren? Jetzt kriege ich langsam echt einen. Dann halt die normale. Ach, die geht jetzt wieder. Schraube rein,
Deckel drauf. Und hier alles drauf. So, okay. Dann kommt noch die Wandheizung. Bedeutet, wir brauchen Anschlüsse. Und da gehen wir dann runter auf die Badezimmerheizung. Montieren wir den Schmarrn schnell. Es geht ja eh relativ flott alles. Deswegen ist es ja gut zu machen. Da müsste mir das auch ein bisschen zeigen. So, Bad ist fertig. Dann Bücherregal. Gibt es da ein Bücherregal? Bücherregalwände. Jetzt kaufen. Obwohl, da könnte man einen Schreibtisch hin tun. Hier haben wir genug Platz für nicht nur eins. Sondern sogar zwei von den ganzen Teilen. Dann würde ich da einen Schreibtisch einfach hinpacken. Haben wir hier sowas wie Büromöbel oder Möbel? Stühle, Schranke, Schreibtisch. Ja, was nehmen wir denn für einen Schreibtisch jetzt? Schreibtischecke Künstler. Probieren wir so einen. Ist der zu groß? Nee, der passt sogar. Geil. Nein, will ich nicht. Stopp, lass mich raus. Wollte eigentlich den nur drehen. Dann tun wir da einen PC. Fetzt drauf, würde ich sagen. Also da drüben wird dann gearbeitet. Jetzt tun wir mal Fetzt eingeben. Fetz. Dann haben wir ja hier sicherlich noch. Aber wir gehen nochmal auf den. Dann gehen wir auf Videospieltag. Geil. Monitor. Den nehmen wir jetzt mal. Ja, der ist doch richtig cool. So. Dann schauen wir nochmal unter die ganzen Videospieltag-Sachen. Da gibt es bestimmt wieder eine geile Tastatur. Jo. Die kommt dahin. Dann kommt dazu noch eine geile Maus. Mit verschiedener Farbe natürlich. So, dann kommt noch der. Das Brushy kommt noch dazu. Das stellen wir jetzt aber hier auf. Dann natürlich Kopfhörer. Kopfhörer sind eine wichtige Sache hier. Die liegen aber aktuell hier. Ich kann die benutzen. Ach nice, ich kann das alles aktivieren. Das ist mal cool. Okay, jetzt kriegen die aber trotzdem noch den Gaming-Stuhl fetzt. Der soll in so einem blauer. Ja, nehmen wir den mit weiß. Shift drehen, zack. Dann ist hier so eine kleine Arbeitsstation. Oh, wir haben hier noch keine Tür drin. Wir haben noch keine Haustür. Oh, wir haben noch keine Haustür. Türen. Da würde ich zwei weiße nehmen. Kaufen viele. Und dann auf der anderen Seite noch. Zack. Da würde ich die aber einlassen irgendwie. So. Perfekt. Jetzt brauchen wir noch Lichter. Lampen. Deckenlampen. Also ich finde die hier relativ cool. Mit der Raum kriegt es mindestens einmal so schräg rein. Kann ich davon auch kaufen? Viele machen? Ja, geil. Schon, ihr habt keine Lampe. Ihr habt auch keine Lampen. Da kommt die jetzt hin. Haben wir den Küchenraum und dann noch eine. Noch eine rein, so. Dann
den Schlafzimmer kommt jetzt so ein Kronleuchter hier rein. Zack. Hier hätte ich gern noch einen. Relativ genau so, genau. Badezimmer. Soll LED-Lämpchen bekommen, so Halogen. Das könnt ihr natürlich alles wieder genau ausmessen, weil das ist mir zurück tendenziell wurscht. So. Was der Gang hat. Der Raum hat. Du hast noch nicht. Was geben wir denn dir für Lampen? Ja, so Billiglampen. Eine auf der Seite. Oh, ich vergesse immer, dass ich... Und eine auf der Seite. So. Funktioniert perfekt. Und hier fehlt auch noch eine Tür. Ah, ich vergesse immer, dass ich überall Türen brauche. Türen. Da brauchen wir jetzt auch so eine Innentür. Jetzt kaufen. So. Jetzt brauchen wir noch Lichtschalter. Licht. Moderner Lichtschalter. Dankeschön. Kaufen viele. Neben dem Eingang. Neben der Tür. Neben der Tür. Neben der Tür. Hier brauchen wir einen Schalter. 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 Und hier brauchen wir einen Schalter. So, dann sollte das ja funktionieren. Licht ist hier an. Wird es denn trotzdem als eigener Raum gewertet? Geil. Dann würde ich sagen, haben wir doch schon mal eine richtig geile Wohnung. Also das finde ich ja richtig mal nice mal. Dann ist der Innenraum fertig, würde ich sagen. Und in der letzten Folge tun wir uns jetzt ja noch um den Außenbereich ein bisschen kümmern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!